Tja. Das heißt, du kannst niemand anderem die Schuld geben. Das ist das Schlimmste, wenn man niemand anderem die Schuld geben kann. Das Schlimmste, was einem passieren kann. Was man nach dem Ende vom FEC farmen soll, um Penya zu verdienen. Naja. Wilds. Und das war's. That's it. Also, das Ding ist halt, also ich finde halt persönlich, also meine jüngsten Erfahrungen und siehe, by the way, heutiges Video, ich habe heute wieder 52 Giant-Violets getötet. Go watch it now. Und trotzdem, meine jüngsten Erfahrungen sind halt, also die gesamte Ausbeute bisher bei den Giants ist, sag ich mal, überschaubar. Und Giant Hunten im High Level ist halt so, dass es sich eigentlich nur dann wirklich lohnen kann. Erstens, wenn du ein bisschen Glück hast, du darfst auf jeden Fall kein Pech haben. Also ich vermute mal, ich habe gar kein Pech, ich habe einfach nur kein Glück. Ich denke mal, ein richtiger Pechvogel hat nochmal mehr Probleme insgesamt. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass sich das eigentlich nur lohnen kann, wenn du halt wirklich die ganze Zeit Giants findest. Und das ist der einzige Grund, warum ich das momentan mache, weil wenn ich nachts farme, ich halt auch wirklich in 2-3 Stunden diese 50 Giants töte und dann muss ich halt aber nur 2-3 Stunden für spielen, was ich noch relativ vertretbar finde. Außer man droppt nichts. Siehe vorgestriges Video. Also absolut nichts. 0,0. Dann finde ich es vertretbar. Aber das Problem ist, das wirst du halt nach dem FEC-Ende nicht mehr haben. Weder tagsüber noch nachts wahrscheinlich. Weil jetzt gerade kannst du sagen, läuft Bodeng auf, keine Ahnung, Sparflamme, vielleicht 10 bis 15% Auslastung. Hat gerade jemand Five gesagt? Von dem, was es normalerweise ist. Und das heißt, wenn du jetzt dann in einem Monat nach dem Ende des FEC-Servers Giants hunten willst auf Burudeng und vor allem du nicht zu so ungewöhnlichen Uhrzeiten spielen kannst, wie ich jetzt das gemacht habe, kannst du dir nahezu sicher sein, dass du nicht 50 Giants in 2-3 Stunden finden wirst. Oder beziehungsweise zumindest keine mit 100% Droprate oder mit einer guten Droprate. Also wenn du dich auf alle Giants einlässt, dann vielleicht. Aber bringt dir auch nichts, wenn du die ganze Zeit Giants tötest mit 10% Drop-Chance. Ich meine, da wirst du niemals was droppen. Also ja. Das denke ich halt nicht, dass sich das noch so sehr lohnen wird, wenn dann wieder die Hölle auf Erden los ist auf Burudeng und jeder Giants farmen will. Ich denke nicht, dass sich das dann noch lohnt. Weil man halt echt viele töten muss, um mal Erfolge zu erzielen. Also schon die schlechtesten Drops, aka sowas wie ein Setteil, ist schon ultra selten, obwohl es komplett wertlos ist. Also schon echt frustrierend zum Teil. Also. Und ja, dann bleibt eigentlich nur Wilds. Und sonst eigentlich nichts. Das ist leider der traurige Zustand von dem Game, dass es halt legit eigentlich nur drei Sachen gibt. Entweder du Giant huntest, was halt wie gesagt mit extremen Schwankungen verbunden ist, weil du ja nicht mal sicher weißt, ob du überhaupt Giants findest. Und dann kommt halt noch dazu, dass sie fast nie was droppen. Und das andere ist Wilds. Und der dritte Weg wäre theoretisch einfach Leveln und Grinden, aber Leveln und Grinden lohnt sich halt am wenigsten. Und ich meine, irgendwann bist du Maximallevel oder so. Irgendwann bist du Maximallevel und ich meine, gut, dann kannst du Hero und Master machen, wobei du da natürlich keinen Penny mehr verdienst, weil die Droprate ja halbiert wird. Oder du fängst halt den nächsten Char an. Aber ich sag mal so, es gibt nicht viele Optionen. Und ich sag mal so, wenn du Penya farmen willst, dann willst du ja auch das machen, was sich am meisten lohnt. Also sagen wir mal die Sachen, die man spielt, weil Zenmaster sagt, es gibt noch zwei andere Wege. Ich könnte mir vorstellen, was er sagen will, scammen und resellen, was teilweise das gleiche ist. Aber ich rede jetzt ja von den Spielsachen. Oh, er hat Spielsachen gesagt. Also von den Sachen, wo du actually das Spiel spielen musst.
Und da lohnt sich Wilds langfristig am meisten. Ich meine, Wilds kannst du auch, wenn du Pech hast, 100 Runs machen und droppst gefühlt ein, zwei Set-Teile oder so, die im schlimmsten Fall dann noch Psykeeper sind oder so. Psykeeper-Helm oder Jester-Boots oder so. Ja. Kann auch frustrierend sein zum Teil. Aber da hast du halt ein festes Einkommen mit den Fragmenten, Juwelenfragmente und Kartenfragmente. Das gibt einem ein relativ solides Einkommen, wo du immer sagen kannst, in 5 Stunden oder so verdienst du so und so viel Millionen Penya. Mit der Chance, richtig viel Penya zu verdienen, wenn du nur einmal droppst. Also wenn du einmal eine gute Waffe droppst, kannst du dann direkt ein paar Milliarden machen. Und ja. Es ist halt das Sicherste. Giants und so, das ist halt alles eher unsicher. Oder rüberkommst. Mit quasi perfektem Equipment, also das Ultimate Schmuck plus 5 und FEC Gold, Waffen und Set, oder halt 150er Set auf jeden Fall, also alles halt, also nicht perfekt vielleicht, weil perfekt würde ja wirklich perfekt bedeuten, aber quasi besser geht nicht mehr wirklich, außer für Unmengen an Geld. Und wenn du damit jetzt auf Burodeng rüberkommst, dann kann man sich ja eigentlich schon die berechtigte Frage stellen, was machst du jetzt eigentlich überhaupt noch? Also, klar, es kommt jetzt noch ein Update und so, aber es kommen auf jeden Fall keine Levelerweiterungen. Also nichts, was du jetzt wirklich grinden müsstest. Und vor allem, wenn du schon alles an Equipment hast, dann musst du das Equipment vielleicht noch ein bisschen verfeinern. Also es dann wirklich perfekt machen oder so. Aber ich denke, da haben die meisten Leute dann eher wieder keinen Bock drauf. Ich denke eher, dass dann viele in so eine Motivationslosigkeit sagen. Wo du dir halt denkst, ja, ich habe ja schon alles, wofür soll ich jetzt noch Dungeons farmen, wofür soll ich noch leveln, ich bin Maximallevel, ich bin Hero, ich hab ja alles. Dann brauchst du eigentlich auch nicht mehr spielen. Also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass ein paar Leute quasi mit perfektem Equipment sich innerhalb von kürzester Zeit todeslangweilen und dann allein schon deswegen quitten, weil sie halt alles schon haben. Traucher wieder anfangen mit dem Rauchen. Wie halte ich meine Motivation, Flash zu spielen, immer aufrecht? Er ist innerlich tot. Das, also definitiv. Was ich beruflich mache, Tomelli. Flyf-E-Sportler, ja. Das trifft's ganz gut. Ich nehme täglich an Flyf-Tournaments teil. Professional Flyf-Player. Ein Haus anzünden, mein Auto stehlen und meine Frau töten. Aber nichts und niemand wird mir meine jesterfeindlichen Gesänge verbieten. Gibt's als Flyf Pro auch Bürgergeld? Na, was denkst du, mit was ich meine Rechnungen bezahle? Gardum! Was denkst du, wer... Zwar... Jetzt! Level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go!